Ach, Olaf, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ja, was ist denn? Was ist denn, Elsa? Ach, diese Aufgabe, die ist so schwer. Da geht's um Geradene und um Nullstellen und dann um Dreiecke. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist doch kein Problem. Da fragen wir den Herrn Peter, der hat die sich doch ausgedacht und der erklärt sie euch. Herr Peter, können Sie uns die erklären? Natürlich, dann mach mal Platz. Danke, danke, danke. Und da erkläre ich euch natürlich mal jetzt diese Aufgabe, damit ihr auch wisst, um was da geht. Also schon eine Vorstufe, ein bisschen so für 10. Klasse, Abschlussprüfungen, funktionale Abhängigkeiten. Also riesen Text, wenn man das sich anschaut. Und da fällt man natürlich erstmal vom Stuhl, wenn man jetzt hier so einen riesen Text sieht. Also gehen wir das mal einfach der Reihe nach durch. Also es sind auch ganz, ganz viele Teilaufgaben. Die letzten sind natürlich ziemlich knifflig auch. Aber wenn ihr das mal gelernt habt, werdet ihr feststellen, ist es eigentlich gar nicht so schwer, was davon von euch erlangt wird. Also, machen wir uns startklar und dann legen wir los. Ja, also, um was geht's? Hier geht es um eine Gerade. Die hat die Gleichung, schreiben wir mal hin, 2, 0 soll die Aufgabe sein. Und diese Gerade, die hat jetzt die Gleichung y ist 0,5x plus 5. Und die erste Aufgabe ist, man soll jetzt prüfen, ob der Punkt P minus 3, 2,5 auf dieser Geraden liegt. Ja, vor sowas braucht ihr keine Angst haben. Ist eigentlich ganz einfach, um zu prüfen, ob jetzt dieser Punkt auf der Geraden liegt. Ihr müsst nur Folgendes machen. Ihr müsst jeweils für x und y hier in diese Geradengleichung einsetzen. Also schreiben wir mal hin. Dann wissen wir also, minus 2,5 soll ja y sein, ist das 0,5 mal minus 3 plus 5. Also habe ich eine Gleichung und dieses 0,5 mal minus 3 plus 5 kann man ausrechnen. Damit hätte ich ja minus 1,5 plus 5 ergibt bekanntlich 3,5. Ich rechne es nochmal nach, aber das ist natürlich richtig. Ja. Kommt raus 3,5 und dann stelle ich natürlich fest, das kann nicht sein, das ist falsch, es ist keine wahre Aussage. Daraus folgt, dass dieser Punkt P nicht auf der Geraden liegt, also er ist kein Element der Geraden G und die erste Aufgabe wäre schon gelöst. Als nächstes soll man die Koordinaten der Nullstelle n der Geraden berechnen. Da muss ich wissen, für die Nullstelle gilt immer y ist gleich 0. Also nehme ich die Geradengleichung her und setze die gleich 0. Damit habe ich eine einfache Gleichung, die ich nach x auflösen muss. Ich rechne als erstes minus 5, weil hier steht ja plus 5. Also weiß ich, dass 0,5x gleich minus 5 ergibt. Und jetzt dividiere ich das Ganze durch 0,5. Und minus 5 durch 0,5 ergibt bekanntlich minus 10. Damit hat die Nullstelle, weil es soll ja die Koordinaten angegeben werden, die Koordinaten minus 10, 0. Also auch eigentlich eine einfache Geschichte, um Nullstellen die Koordinaten zu berechnen. Einfach die Gleichung der Geraden nehmen und gleich 0 setzen. So, als nächstes muss man jetzt ein Koordinatensystem zeichnen, was auch hier schön ist. Und dann geht es um Dreiecke. Also nehmen wir das nochmal her, die Angabe, dann könnt ihr euch ja das mal übernehmen und abzeichnen. Und ich mache natürlich kurze Pause, um dieses Koordinatensystem zu zeichnen. Also da heißt es jetzt, man hat irgendwelche Punkte, die sind auf der Geraden G. Es gibt noch andere Punkte, P und Q, Eckpunkte von Dreiecken. Man soll jetzt eine Gerade einsetzen und zwei Dreiecke dann für irgendein, also riesiges Fachgesimpel, kann man schon sagen, Riesentext. Nicht verwirren lassen, entscheidend ist, ihr zeichnet jetzt erstmal das Koordinatensystem. Und dann müsst ihr in dem erstmal schön sauber die Gerade einzeichnen. Aber da machen wir jetzt einen kleinen Zeitsprung und zeichnen jetzt schnell mal für euch schon mal dieses Koordinatensystem. Macht's keine Pause. Ich liebe diese Technik. Technik, die begeistert. Es macht keine Pause. Also nehmen wir es nochmal raus. Ja, sind wir also wieder da. Ich habe das Koordinatensystem gezeichnet, auch vom Platzbedarf her geschaut, dass es auch auf jeden Fall so ist wie in der Vorgabe.
Also, jetzt heißt es ja, man soll die Gerade G1 sein und diese hat die Gestalt 0,5 x plus 5. Das heißt, sie läuft schon mal am Punkt 0,5 hier über die y-Achse. Jetzt brauche ich einen zweiten Punkt. Auf den zweiten Punkt komme ich wieder, kommt man ganz einfach, indem ich für x irgendeine Koordinate einsetze. Zum Beispiel 4. Wenn ich 0,5 mal 4 rechne, erhalte ich 2 und 2 plus 5 wäre 7. Also wird sie beim Punkt 4 hier da durchlaufen. So. Jetzt, was auch interessant ist, dann, da soll man jetzt dann noch Dreiecke einzeichnen. Zum Beispiel für x gleich 5 soll man da irgendein Dreieck einzeichnen. Und dann noch ein Dreieck einzeichnen für, ja, für x gleich minus 0,5 soll man auch noch ein Dreieck einzeichnen. Also, jetzt dementsprechend gucken wir halt mal, wenn ich jetzt zum Beispiel minus 0,5 einsetzen würde und ich habe 0,5x plus 5 und ich setze jetzt für x minus 0,5 ein. Müsste man rechnen, 0,5 mal minus 0,5 plus 5 und dann wüsste man schon, dass der Punkt C1 bei der Koordinate 4 und 4,75, also ungefähr da. Und das muss auch so sein, weil ich kann ja die Gerade jetzt einzeichnen. Wenn ich jetzt die Gerade schön sauber einzeichne, hier habe ich natürlich da eine wunderschöne Gerade G. So, und jetzt sollen da Punkte drauf liegen. Es gibt noch den Punkt P, Q, der hat die Koordinaten 5, minus 2. So. Hier ist der Punkt Q mit den Koordinaten 5, minus 2. Es gibt noch einen Punkt R, der hat die Koordinaten minus 4, 1. So. Und jetzt soll man Dreiecke einzeichnen. Und zwar einmal für x gleich minus 0,5 und einmal soll man es einzeichnen für x gleich 5. Und wenn ich natürlich jetzt meine Geradengleichung richtig gezeichnet habe, reicht es jetzt, wenn ich hier bei x gleich 5 an dieser Stelle ein Kreuz mache und hier wäre dann dieser Punkt R. 2. Ja, aufpassen, man kann es natürlich nochmal nachrechnen, wenn ich für x 5 einsetze, 0,5x plus 5 habe ich 0,5 mal 5 sind bekanntlich 2,5 plus 5 ergibt genau 7,5, das passt. Und der andere, der ist genau hier, also hier bei minus 0,5 könnt ihr hier ein Kreuz machen, hier ist dieser Punkt R1. Und damit kann ich zwei Dreiecke einzeichnen. Also einmal dieses Dreieck. So, und man sieht dann schon, der Punkt R, der wandert. Der Rest ist natürlich fix. Und wenn natürlich Punkte wandern und Rest fix ist, seht ihr schon, hat vermutlich jetzt dieses zweite Dreieck einen größeren Flächeninhalt als dieses Dreieck. Und der Punkt R, der wandert da jetzt rum. Und wenn ich natürlich jetzt hier diese Stelle nach noch wenn gerade verlängere, dann kann man auch feststellen, soll man ja jetzt ausrechnen, für welche Werte von x ist jetzt die nächste Aufgabe, ich diese Dreiecke erhalte. Dann soll klar sein, wenn der Punkt R natürlich jetzt hier wandert, dann in die Richtung kann er gehen, so viel der möchte. Aber wenn er in diese Richtung wandert, dann ist natürlich irgendwann mal der Punkt erreicht, wo er auf der Verlängerung hier von dieser Linie liegt. Das heißt, an diesem Punkt hier, ab dieser Stelle, das wäre jetzt ungefähr bei ca. minus 5, minus 6,5 der Fall, ab da gibt es gar keine Dreiecke mehr. Und sobald ich größer bin, gibt es die. Und was man jetzt machen soll, ist, man soll nachvollziehbar ausrechnen, für welche Werte ich jetzt Dreiecke halte. Das heißt, wir müssen letztendlich schauen, rechnerisch, was ist jetzt hier diese x-Koordinate und dann habe ich das. Also. Ich muss also rausfinden, den Schnittpunkt von dieser Geraden hier mit der. Und da ist es geschickt, jetzt mit den Vektoren zu arbeiten. Wobei ich sehe, ich habe mich gerade verschrieben, das ist natürlich nicht der Punkt R, das muss P sein. Ja, können wir ausbessern, also hier, da, das soll ein Punkt P sein und nicht R. Also was ich mir da gedacht habe, das war es wirklich. So, also wie bringe ich jetzt rechnerisch diese x-Koordinate? Ja, klar, er liegt natürlich auf der Verlängerung. Das Erste, was ich brauche, ist also jetzt die Geradengleichung der Geraden durch P und Q. In dem Fall fange ich an, weil mein im Koordinatensystem ist, mit dem Vektor. Der Vektor PQ ist gleich. Ja, können wir die Koordinaten ja nochmal hinschreiben. Der Punkt P hat die Koordinaten gehabt, minus 4, 1. Und der Punkt Q hat die Koordinaten 5 und minus 2.
Vektor ausrechnen, es sollte Grundwissen sein, ist immer Spitze minus Fuß. Das heißt, ich rechne 5 minus minus 4 ist 9. Ich habe dann 5 plus 4. Und minus 2 minus 1 ergibt minus 3. Könnte ich mir natürlich nochmal rauslesen aus der Zeichnung. Passt es? Ich kann ja jetzt hier mir ein Steigungsdreieck mal einzeichnen. Dieses Steigungsdreieck. Da ist ja der Vektor drin versteckt, würde ja jetzt hier genau so laufen. So. Also da wäre dieses Steigungsdreieck, da wäre auch der Vektor, erst x, dann y. Und dann sehen wir natürlich, klar, das sind 9, kann man ja zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe hier 9 Längeneinheiten rüber und 1, 2, 3 Längeneinheiten runter. Also der Vektor ist wirklich 9 minus 3. Wenn ihr also richtig gezeichnet habt, könntet ihr ihn dann aus der Zeichnung rauslesen. Gut, damit habe ich den Steigungsvektor. Um auf die Steigung zu kommen, muss ich den Vektor drehen. Die Steigung ist dann also minus 3 Neuntel. Und wenn ich minus 3 Neuntel habe, habe ich so eine Steigung von minus 1 Drittel. Ja. Schön. Also brauche ich jetzt noch die komplette Gleichung. Auf die komme ich, indem ich jetzt zum Beispiel das m hernehme und den Punkt uns in die Punktsteigungsform einsetze oder im mx plus t. Ich setze jetzt in die Punktsteigungsform ein. Also können wir anfangen. Minus, die lautet ja immer, das wäre, ich schreibe sie nochmal hin, y ist immer m mal x minus xs plus Ys. Also können wir einsetzen, habe minus 1 Drittel mal Klammer auf. X, jetzt muss ich mich für einen der Punkte entscheiden. Ich nehme einfach den ersten p. Also setze ich hier minus 4 ein. Minus minus ergibt plus. Also habe ich 1 Drittel. Habe ich 4 plus 1. Können wir ausrechnen, liefert mir 1 Drittel x minus 4 Drittel plus 1. Damit kennt man die Gleichung der Geraden durch die Punkte P und Q. Die nämlich lautet, y ist gleich minus 1 Drittel x. Und wer da natürlich jetzt nicht sicher ist, kann natürlich einen Taschenrechner hernehmen und kann das eingeben. Also wenn ich jetzt das eingebe im Taschenrechner mit Bruchtaste zum Beispiel, 4 Drittel plus 1, dann kommt man über was ganz Tolles raus, nämlich minus 1 Drittel. Ja, wenn ihr natürlich jetzt sowas rechnet, könnte, und ihr habt die Zeichnung da, dann könnt ihr natürlich die Zeichnung hernehmen und schauen, stimmt das wirklich, kann das sein? Also schauen wir nochmal und da sehen wir fest, geht ja die Gerade PQ hier durch und das ist natürlich ungefähr 0,3 minus, also das passt mit dem minus 1 Drittel. Jetzt können wir also herausfinden, für welchen Werte jetzt es diese Dreiecke überhaupt gibt. Das läuft dann als raus über lineare Gleichungssysteme eigentlich. Ich habe ja jetzt zwei Geradengleichungen. Einmal die Gleichung der ersten Geraden plus die. Und die muss ich jetzt eigentlich nur gleichsetzen und dann nach x auflösen. Die erste Gleichung lautet 0,5x plus 5. Und das muss natürlich bei einem Schnittpunkt genauso sein wie die Gleichung der anderen. Also es ist immer so, wenn ihr Schnittpunkte von Geraden, von Funktionen berechnen wollt, müsst ihr einfach die Gleichungen hernehmen und gleichsetzen. Auch in der 10. dann ganz wichtig, da kommt dann irgendwann sowas, das man dann Mitternachtsformel nennt. So, also rechne ich jetzt plus 1 Drittel x minus 5. Und da nehme ich natürlich jetzt meinen Taschenrechner her. Ich rechne jetzt 0,5 plus 1 Drittel. Also das ergibt dann 5 Sechstel x ist gleich, und jetzt muss ich noch rechnen, minus 1 Drittel plus 5, das ergibt 14 Drittel. Also da bräuchte der Annette mal umwandeln jetzt, und dann dividieren wir einfach durch 5 Sechstel. Also dividieren wir jetzt durch 5 Sechstel, und dann kommt jetzt raus 28 Fünftel, das gefällt uns natürlich nicht. Also runden wir es, also wissen wir, x ist 5,6. Habe ich denn jetzt gemacht? Einen groben Fehler, Entschuldigung, ich habe ja minus 5.
Also habe ich da minus 5 ganze ein Drittel. Also das sind natürlich da dann letztendlich, das sind dann minus 5 ganz 16 Drittel. Ja, weil ich habe jetzt plus gerechnet. Das ist ja ein Schmarrn. Ich muss natürlich rechnen. Minus ein Drittel. Also minus ein Drittel. Minus 5 sind natürlich minus 16 Drittel. Und das geteilt durch 5 Sechstel. Ja, wie ist mir der Fehler aufgefallen? Klar, ich habe ja die Zeichnung schon. Und nach der Zeichnung haben wir uns ja überlegt, ist es ja bei minus 6,5 ungefähr. Und nach rechnerisch komme ich jetzt auf x ist minus 6,4. Und das reicht eigentlich auch schon. Also gibt es Dreiecke für x größer minus 6,4. Ja, für diese Werte gibt es diese Dreiecke. Wenn natürlich nach dem Schnittpunkt gefragt wäre, müsste man das jetzt noch hernehmen und in eine der Gleichungen einsetzen, dass ich noch auf die y-Koordinate komme. War jetzt hier nicht gefragt. So, als nächstes heißt es, man soll den Flächeninhalt A1 des Dreiecks PQR1 berechnen. Und deswegen habe ich auch vorhin angefangen, mit dem Vektor zu arbeiten, weil wenn ich im Koordinatensystem bin und da Flächen berechnen soll, brauche ich ja Vektoren. Und sollte klar sein, wenn ich das nochmal hinskizziere, da gibt es natürlich zwei geeignete Vektoren für meinen Dreieck. Ich nehme diesen Vektor hier und den da brauche ich für die Fläche. Und Vektoren nimmt man immer gegen die Uhr. Falls einer das nicht weiß mehr, also das wäre der Vektor, kann man natürlich auch mal im Register der Mathematik schauen. Und da geht es ja jetzt um einen Flächeninhalt vom Dreieck. Also schauen wir zum Beispiel mal Flächeninhalt Dreieck, Seite 42 ist da gefragt. Und dann finde ich hier drei Möglichkeiten für die Flächenberechnung. Ein halb mal Grundseite mal Höhe, klar, Standard, irgendwas mit irgendeinem Sinus, das ist dann so eine Zehnklassformel noch. Und dann kommt auch das schöne Bild mit den Flächenberechnungen im Koordinatensystem. Ich muss mir zwei Vektoren aufstellen, die jetzt das Dreieck aufspannen. In dem Fall, ich lasse meinen Bogen gegen die Uhr laufen, schreibe die so, wie sie sind, in die Determinante rein. Und die Determinante rechne ich dann aus, indem ich das mal dem rechne, minus das mal dem. Also brauche ich noch einen zweiten Vektor, und zwar den Vektor zum Punkt R1. Und damit ich natürlich den Vektor zum Punkt R1 ausrechnen kann, habe ich hier 1, 2, schon mal 3, 3,5 und nach oben habe ich 1, 2, 3, vermutlich 3,75. Und man kann sich natürlich die Koordinaten von R1 auch noch ausrechnen, damit man den Vektor richtig hat. Also rechnen wir die Koordinaten vom Punkt R1 aus. Also der Punkt R1 hat die Koordinaten minus 0,5 und wenn ihr euch die ausrechnen wollt, klar, also ihr seht schon, ist eine lange Aufgabe, so, war ja mal eine Schulaufgabe, also da habe ich natürlich alles abgegrast. Jetzt muss ich also dieses 0,5 hernehmen und in diese Gleichung der geraden G einsetzen, plus 5. Gut, und dann kommt natürlich das raus, was wir jetzt schon rausgefunden haben. Also wir haben minus 0,5 und dann, wenn ich 0,5 mal minus 0,5 plus 5 rechne, kommt raus 4,75. Also kann ich mir noch den Vektor PR1 ermitteln, wie wir ihn jetzt auch gerade schon rausgefunden haben. Ich rechne Spitze minus Fuß, also minus 4 minus minus 0,5. Halt falsch, ich rechne, muss natürlich minus 0,5 minus minus 4 rechnen. Ergibt die 3,5. Und ich muss 4,75 minus 1 rechnen. Ergibt 3,75. Damit habe ich alles, was ich brauche. Jetzt nehme ich die Fläche, indem ich das in die Determinante schreibe. Und zwar gegen die Uhr, ganz wichtig, der erste Vektor ist der PQ. Und deswegen seht ihr, es ist sinnvoll manchmal, wenn man sich für das Ermitteln des Steigungs gleich den Vektor hernimmt, weil ich dann den E für Flächenberechnungen brauche. So. Also können wir loslegen. Und jetzt nimmt man wirklich den Taschenrechner und tippt es einfach so ein, wie es da steht. Also wir tippen einfach ein. 0,5 mal, da macht man jetzt die Klammer auf,
9 mal 3,75 minus und jetzt minus 3 mal 3,5 und damit habe ich eine Fläche von 22,125, was gerundet 22,13 sind. Und jetzt im Koordinatensystem schreibt man immer Flächeneinheiten. Ja, wieder was geschafft. Und jetzt kommt's, jetzt geht's in die funktionalen Abhängigkeiten rein. Jetzt soll der Flächeninhalt in Abhängigkeit von x ermittelt werden. Vom Prinzip das gleiche wie vorher, allerdings habe ich ja jetzt die Punkte Rn, A haben ja jetzt allgemein diese Koordinaten, nämlich x und, sie liegen ja auf der Geraden, 0,5x plus 5. Also rechne ich mir jetzt allgemein den Vektor Prn aus, indem ich ganz stur wieder Spitze minus Fuß mache. Ich rechne also x in dem Fall als Spitze minus minus 4, also habe ich x plus 4. Und wenn ich 0,5x plus 5 habe, minus 1 ergibt das 0,5x plus 4. Also einfach jetzt hier von diesen Koordinaten die Koordinaten von dem P abziehen und damit habt ihr den Vektor in Abhängigkeit von x. Und jetzt kann ich damit die Fläche in Abhängigkeit von x ausrechnen, indem ich rechne 0,5 mal und die Determinante ist jetzt wie oben, bloß dass halt jetzt dieser allgemeine Vektor drin steht. Also so, und jetzt habe ich hier x plus 4 und 0,5x plus 4. Also geht's weiter jetzt, ich rechne 0,5 mal und jetzt kommt eine eckige Klammer und jetzt müsst ihr das mit der Regel mal nehmen und weil ihr jetzt nicht einfach 9 mal 0,5x plus 4 schreiben könnt, müsst ihr hier die Klammer auf jeden Fall noch setzen. Da habe ich jetzt Minus und hier habe ich minus 3 mal x plus 4. Also bei diesen ganzen Termen nie vergessen, die Klammer zu setzen. Und jetzt rechne ich das mir mit dem Distributivgesetz aus. 9 mal 0,5 ergibt 4,5x plus 9 mal 4, 36. Dieses Minus.